so die größten Anlaufstädte, ne? Hm. Ich glaube, das ist so ein bisschen viel verlangt, wenn man da jedes Kuhdorf einbaut. Ja, jedes Kuhdorf muss ja auch nicht. Das ist immer so, die wichtigsten Städte sind alle drin. Die bekanntesten Punkte. Ja, und dann musst du auch erstmal schaffen, in allen Städten eine Garage zu kriegen. Eben. Erstmal in ganz Deutschland und dann auf der ganzen Map. Ja. Da sind die Häuser im schwedischen Stil. Wir können ja mal gucken, wenn wir einen Ausschluss sind, ob wir dann innerhalb Skandinaviens dann noch eine Tour kriegen, wo wir ein bisschen so im Hellen noch gucken können. Ja, im Hellen wird glaube ich auch besser. Trotzdem ist das hier, die Straßen sind geil gemacht schon und geht mir richtig einer bei ab. Ach, deswegen ist die Hose nass. Ich habe nicht gesagt, welcher. Ja. Ganz ruhig. Wie weit haben wir denn noch? Ja, sieht so gut aus selber jetzt. Ne? Etwas über 400 noch. Ja, noch 6 Stunden. Oh, ja. Bei unserer Probefahrt in Skandinavien sind wir auch irgendwie nur im Dunkeln hier längs gebrettert. Ja, so ziemlich gleich, ne? Ja. Im Finsteren sind wir angekommen. Ja. Hier sieht man am Spiegel dann auch den Sonnenuntergang. Sieht schön aus. Mhm. Ist aber auch komisch, dass es nachts immer so dunkel ist, ne? Ja, das ist so ein Phänomen, das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden. Ich bleibe auf deiner Spur. Gar nicht mitgekriegt. Ja, also noch fährst du richtig, wenn du geradeaus fährst. Mhm. Geradeaus, bitte. So ist fein. Hey, kann ich die Ortschaft mir da nicht lesen, weil ich nicht weiß, wie man es ausspricht. Oh, dich geht an. Ja. Cool. Sehr dunkel draußen. Aber finde ich cool, dass man das so sieht. Ja. Ist nachher, das wird immer realistischer. Ja. Seit wann gibt es auf der Autobahn Lichter? Doch immer im Kreuzungsbereich, oder nicht? Ja. Also Auffahrten und so. Ja. Lichtermaler. Okay. Auffahrten und Schilder. Okay. Ja. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube es. Okay. Ich glaube, ich muss mit der Autobahn fahren. Mhm. Am besten im Dunkeln, ne? Da eine Bahn. Ja, ich glaube kurz. Kurzzug. Ne, ernsthaft. Geil, ne? Eine kurze Bahn ist gleich Kurzzug. Mhm. Ja. Die Tankstelle ist aber sehr nah an der Straße dran hier. Ja. Ist das jetzt überhaupt eine Autobahn? Das ist eine Autobahn, ja. Okay. Es ist schon spät, ich werde müde. Oh. Ja, oder? Ich kann mich echt nicht erinnern, dass auf der Autobahn Laternen sind. Keine Ahnung. Auf der Brücke? Okay. Kann man mal sehen, was man alles eigentlich gar nicht so wahrnimmt. Richtig. Ja. Oh, weit haben wir es auf jeden Fall nicht mehr. Dann haben wir unsere erste Einweihungsfahrt auf dem Kanal erledigt. Also auf dem YouTube-Kanal gar nicht. Ja, mit dem neuen Mercedes. Genau. Und geräucherten Aal im Schlepptau. Wie man am Geruch merkt. Wir können ja so schon wahrnehmen.
Geräusche da. Lecker. Lecker schmecker. Soll ich denn eine Wurststulle machen? Wurststulle? Ja. Das ist ein Brot mit Wurst. Ja. Ich könnte ja auch eine Bämme machen. Nee, danke. Ich glaube, da tunnelt sich jetzt was. Da tunnelt sich was. Das ist der Eurotunnel. Nee. Nein. Der geht von Frankreich nach England rüber. Und ist es der Elbtunnel? Soweit ich mich erinnere. Der Elbtunnel, genau. Es gibt ja auch überall Pinguine und so, deswegen. Ja. War auch nicht der Elbtunnel, ne? Ne, nicht wirklich. Na gut. Nein. Gab es einen kleinen Stocker? Da hat es kurz gestockt. Das lag an der Bodenwelle an der Straße, hast du gemerkt? Genau da hat es gestockt, ne? Ja. Heftig. Ist halt realistisch, was. Ja, genau, man fährt über den Hocker, dann bleibt das Bild stehen. Ja, weil die CD einen Sprung hat. Nee, das ist immer, wenn Licht irgendwie kommt. Ist mir aufgefallen. Okay. Du machst Licht aus. Ich hab kein Licht aus. Ja, musst du machen, dann bleibst du nicht stehen. Nein, wenn Licht in der Entfernung kommt. Achso. Dann. Fahr dir mal nicht so nah ran. Das ist immer langsamer geworden. Ja, weil man hier vielleicht irgendwie ganz so schnell fährt oder so. Wirklich. Kein Grund zum Bremsen. Nicht. Das war eine Hardcore-Welle gerade. Ja, siehst du, ist die Rache davon. Man darf nie so schnell fahren, da muss man nicht bremsen. Nein. Brettert man weiter. Ich kann auch stehen bleiben, dann kommen wir weiter. Ja, dann kann ich wenigstens mal ringsrum gucken. Der Guck. Achso. Der Guck. Ja. Der Guck. Da sind Häuser. Ja, das ist. Das sieht aber aus wie Plattenbau. Auf der Seite, auf der linken. Mal kurz auf den Sandstreifen, ist richtig. Ist das jetzt noch Autobahn? Nee, jetzt gerade, also nicht. Na, kannst du. Oh. Bitte guck nach vorn. Ja, ein bisschen. Ich wollte mal gucken, was da ist. Weil das war, glaube ich, gerade Stockholm, wenn ich mich nicht irre. Ich weiß es nicht. Ich irre mich ja meistens bei sowas, aber. Doch, man hätte mal auf die Schilder gucken können. Tatsächlich Autobahn hier, oder? Mitten durch die City. Na, warum nicht? So, ja, aber halt so ohne. Diese Lärmschutzwände, weißt du? Ach so, meinst du? Ja. Weil da wohnen doch Leute links und rechts. Ja. Und der Wind pfeift ja auch ziemlich doll. Ja, das haben sie irgendwie verändert mit den Geräuschen. Ja, das ist wie so im eigenen Auto. Da pfeift das auch immer so. Genau. Guck mal, hier den Nothaltebuch gibt's sogar. Ja, weil du jetzt im Tunnel fährst. Ja. Dass es kein Elbtunnel ist. Genau. Der aber auch schön aussieht. So, für uns geht das jetzt rechts herum. So ein paar Graffiti-Sprühe wären ja auch ganz lustig, ne, bei den Tunneln. Ja. Jetzt bist du aber gleich keine Autobahn mehr, oder? Oder doch? Doch, wenn die gewechselt, ne? Du darfst auch nur 70 fahren. Hm? Ja, jetzt wieder 80, fahr weiter. Oder kennst du das? Der steht auf dem Navi. Das kann ich nicht lesen. So weit weg. Ja, setz die Brille auf. Die ist auch weit weg. Bin auch gleich da. Ja,
Soll sie aus dem Kofferraum rauskommen? Liegt irgendwo zwischen Aal, ne? Genau. Ja. Da liegt irgendwo ein Aal, der hat eine Brille auf. Ja. Huch. Ist aber auch eine empfindliche Lenkung hier heute. Ja, bist du es einfach nicht gewohnt. Ja. Aber lieber so, als wenn du lenkst und lenkst und der fährt immer noch geradeaus. Ja, das ist den Gegenverkehr ärgert. Jetzt denkt er davon, dass die Polizei und denkst, wie heißt es, blitzt. Ja. Aber ich glaube, das ist verboten, Zeichen zu geben, ne? Mhm. Soweit ich mich daran erinnern kann, ja. Jedenfalls gab es immer eine Zeit, wo es verboten war. So früher, weißt du. Genau. Damals, das war ein Zeichen. Noch 180 Kilometer. Kommt sogar eine Stunde früher an, als vorhin angezeigt wurde. Ja. Und bis wann muss man eigentlich da sein? Das kann man da jetzt so nicht sehen, ne? Doch, das steht auch da irgendwo. Wenn ich, also hier so jetzt nicht, aber... Ja, aber man muss ja irgendwo anders hinklicken, ne? Genau. Wir haben da noch so ein paar andere Schaltflächen. Die man gerade nicht findet, da. Erwartet am Donnerstag um 21:28 Uhr. Spätestens. Ja. Zwischen 19:58 und 21:28 Uhr. Verbleibende Zeit 22 Stunden. Genau. Ja, dann muss ja die Errungenschaft doch funktionieren, oder nicht? Theoretisch ja. Wenn du in 2 Stunden 30 da bist. Ja, also theoretisch 20. Ja. Ich weiß ja nicht, wie viele es davon gibt. Achso. Achso. Kann ja auch sein, dass ich die schon 22 Mal habe und das noch gar nicht gesehen habe. Ja, du bist ein Held. Schlimmeres, guck mal hier. Er lenkt nicht ab. Die ist eine Röhrebrücke. Oh Gott. Der Eichhörnchen sieht geil aus. Ja, ich glaube, mit dem Helm sieht das noch geil aus. Ja. Sieht man hier was? Wow. Du darfst da auf der Brücke nicht... Oh Gott, die Polizei kommt gleich, ich sag's dir. Man darf da auf der Brücke nicht stehen bleiben. Wie wir schudeln drauf. Ja nee, wir bleiben da mal stehen und gucken die Aussicht. Hätte einer echt unter dir? Ups. Die sind ja lustig. Ja, wir müssen ja mal gucken, was hier so los ist, ne? Oh Gott, ja, fahren wir weiter. Oh Gott, ey. Ja, das sah so geil aus. Da wollte ich mal rausgucken. Über deine Smürrebrücke. Genau. Wie hieß die nochmal? Smürrebrücke? Smürrebrücke. Keine Ahnung, welche das ist. Wie heißt das auf Deutsch? Weiß ich nicht. Okay. Hört sich gut an, ne? Ja. Du fährst 5 km/h zu langsam. Ich gebe schon Gas. Das ist ja dunkel, ey. Mhm. Ah, Straße. Ja, aber jetzt permanent mit Fernlicht fahren, ist ja auch nicht so das Wahre, ne? Nee, darf man ja eigentlich auch nicht so, ne? Rein theoretisch. Ja. Nicht einfach so ablenken lassen.
Ja, LKW. Lassen, das war das richtige Wort, nicht ablenken lassen. Genau. Immer schön auf die Straße gucken. Ein bisschen eiern ist normal. Wieso ist der Aal hinten rausgehüpft oder was? Der ist auch noch dran, ne? Ja, aber ich sehe nichts. Ja, ist dunkel, ich weiß. Du hast so viele Zusatzlampen dran. Oh, der Mautstelle. Oh Gott. Hoffentlich haben wir Bargeld dabei. Was ist das denn? Ja, halt durch. Autopass. Das kenne ich noch nicht. 12 Euro. Ach, das ist ja geil. Cool. Da kannst du ja auch mit den großen Schnauzen da durchfahren, oder? Ja. Da ist nicht mal mit so einer Schranke. Genau. Da kommen wir jetzt auch mit den ganzen amerikanischen Mods. Also den Ami-Truck Mods. Kenworth, Peterbilt und so weiter. Kommt man jetzt hier ohne Probleme durch, wenn man da so eine Autodingsstrecke hat. Aber hoffentlich ist das überall, ne? Ja, man muss halt nur ganz, ganz rechts fahren, was du ja auch nicht immer machst. Meistens breitest du ja geradeaus die Mautstelle rein. Ja, gelegentlich. Ja, gelegentlich. Vielleicht solltest du immer rechts ran, Bretter. Ja. Hast du mal drüber nachgedacht? Nee. Nee. Okay. Hat mir auf jeden Fall gerade gefallen, dieses automatische. Er hat schon wieder vom Thema abgelenkt, aber ist okay. Lass dich ja gerne ablenken. Und die Beleuchtung hier ist echt toll. So, ich glaube, wir sind jetzt schon in Norwegen. Sind wir? Das erkennst du das an der Straße oder an den Laternen? Oder? Nee, an den Schildern, die an uns vorbeiziehen. Ah, das sind Schilder. Wie war das mit 80 hier? Ne? Das war da 5 Kilometer weiter hinten, jetzt sind nur 70. Du bist so der Fahrer, du musst da drauf achten, wie schnell du fahren darfst. Macht nichts. Ja, du hast es ja, ne? Ja. Nee. Hab's nicht. Ja, ich muss noch ganz viele Filme kaufen. Ja. Ja, du hast nur 2 Müller auf dem Ding. Was kostet so eine Firma? Weiß ich jetzt gerade nicht. Geld, ne? Das zeigen wir am besten mal in den nächsten Videos. Dann kaufen wir uns mal eine Firma. Ja. Also eine Garage. Und stellen dann auch Leute rein. Oh ja. Muss ja gucken, wie man das aufrollt. Das passt jetzt nicht so gerade, diese Jubiläumsfolge. Nee, fahr ruhig nochmal so schnell, damit die Leute das lernen, dass man da auf die Verkehrszeichen achten muss, ne? Genau, man muss ja auch was zu lachen haben, ne? Ich hab nicht gelacht. Ich sowieso nicht. Sind wir gleich da, oder was? Wir sind gleich da, ja. Wie jetzt? Das ging ja voll schnell. Naja, geht so. Ich finde das voll schnell. Ja, durch die Fähre ist ja auch schon viel raufgegangen an Kilometer, ne? Ja. Noch ein Tunnel, was kein Elbtunnel ist. Ich hab's nun gelernt, war. Hoffe ich. Der war sehr dunkel. Ja. Hauptsache auf der Autobahn gibt es Laternen. Ja, weit haben wir es jetzt nicht mehr. Ich sehe da hinten irgendwie schon die Fahne. Mhm. Die fahnt. Die schon die ganze Zeit da. Also die hat man bloß nicht so wirklich gesehen. Nee, weil das Ziel noch aus der Entfernung. Weißt du, zu weit weg oder so. Sehr volumisch. Genau. Du Schlumpf, du. Ja. Ich weiß, war da gerade ausgefahren.
Ja, blinken tust du auch nicht wirklich, ne? Ne, das kam, weil ich schnell reagiert habe gerade. Das sah aus wie die Eingänge von den Hobbits. Die Eingänge von den Hobbits, geil. Ja, die haben da auch so eine, du weißt schon, die Häuser da so. Hobbit-mäßig. Ja. Das sah aus wie von den Hobbits. Ja. So, guck mal, da geht's nach Oslo. Da ist ein Viehtransporter neben uns gewesen, gerade. Ja. Fahr nochmal zurück. Dieser grün-blaue. Gleich blinkt auf. Erster Aufenthalt in Oslo. Ja, Chucka Baby. Alter, ist das dunkel hier. Ja, wo sind wir denn? Da kommt ein Köpfchen. Heißt Kurve. Oder so ähnlich. Oh. Alter. Erster Aufenthalt in Oslo. Errungenschaft freigespielt. Tourist. Ja. Dunkel war es, der Mond schien helle. Und am A-Punkt. Hast eine Stelle? Eine G-Punkt-Stelle. Du bist ein Ferkel. Ich. Ich glaube, du musst rechts. Jeps. Fahr mal links. Muss ich ja. Ist er? Sag ich doch. Bin guter Navi, ne? Yeah! So, da sind wir schon. Wo denn? Wo denn? Die haben ja echt ganz cool keine, wie heißt das, Ampeln? Ziemlich wenig, ne? Ja. So, das Gute hier ist, muss man auch ein bisschen mehr suchen. Hier kriegt man nicht die Spedition gleich vor der Nase gestellt. Aber dunkel ist das hier. Allerdings auch nicht schon wieder in so eine dunkle... Ach du Scheiße. Ja, das kann ja lustig werden. Ja, das war schon beim letzten Mal ein wenig... Ich will es gar nicht schaffen einzupacken und davon ab. Das wird doch so nix, Jungs. Wo muss ich noch mal hin? Ja, ich hab's vergessen. Da. Ah. Scheiße, ey. Ich drehe. Ja, parallel geparkt. Gedrehen geht ja auch irgendwie nicht so ganz. Fährst du jetzt einmal so um die Mauer ringsrum oder was? Nein. Man plant sich ja nicht anders aus, aber ich glaube nicht, dass es was wird. War ich gut, ne? Ja, ich glaube, du hast irgendwo aufgesetzt. Kann das sein? Das werden wir gleich sehen. Mach nicht den neuen Mercedes kaputt. Ich hab mich festgefahren hier, glaube ich. Ja. Ja. Alter, wie weit ist denn das noch? Das war doch gar nicht so weit die Antwort. Man sieht hier auch gar nichts, ne? Ne. Ja. Sag ich ja die ganze Zeit schon, dass es duster ist hier. Mit Licht haben die es hier nicht so.
Da ist doch jetzt. Mein Gedanke war eigentlich. Ja, sprich dich aus. Erst rückwärts einparken, aber da. Da habe ich sofort gemerkt, das wird nichts. So, da ist er. Ja. So, jetzt haben wir euch mal gezeigt, wie man eine schöne Runde dreht, da wo es ziemlich eng ist. Und dann, ja, wird jetzt eingepackt. Zumindest versucht. Gleich sagen, ich sehe nichts. Geht mir ähnlich. Ja. Wenn du das von oben einstellst, kannst du auch nicht gucken. Ne? Mal probieren, dann hört man uns gleich noch nicht mehr. Ah. So sieht der LKW von oben aus. Selbst auf dem glaube ich nicht. Warum nicht? Weil es so laut ist. Du kannst ja trotzdem probieren. Das sieht aber gut aus. Wo ist denn da der Parkplatz? Ich hab den Parkplatz nicht gesehen. Ne? Nee. Deswegen bin ich eine von denen, die aufs Knöpfchen drückt, wenn es soweit ist. Mein Problem ist gerade, es ist extrem dunkel hier und dann werde ich vom Fenster, was hinter uns ist, geblendet. Ja, fast. Ich glaube, du bist eine Parklücke daneben drin. Ja, ähnlich. Ich komme erstmal zurück, um Platz zu kriegen. Also so kann man perfekt einparken, nur halt ein paar Meter weiter rüber. Ja. Ich finde das aber gut, wenn das mal ein bisschen schwieriger gemacht wird, ganz ehrlich. Kann nicht immer so pipi leicht gemacht werden. Pipi leicht, ja nee, ist klar. Nee, davor war es pipi leicht. Ja, das kann ich auch nicht. Jetzt hat man hier wenigstens mal eine kleine Herausforderung. Wo ich das doch ein bisschen hinter der Mauer gleich fehlpositioniert finde. Aber auch da müssen LKWs stehen können. Das stimmt. Ich glaube, das sieht gut aus. Bis jetzt ja. Zumindest einige Massen, das wird kein hundertprozentiges Ding, aber egal. Ja, Hauptsache das Ding steht da, wo es hin soll. Und das wird gleich grün. Ja. Das ist der. Erstmal das nervige Quietschen wegmachen. Und geschafft. Ausgezeichnet. Alles ist möglich. Test Drive Unlimited. König der Straße, Level 40. Guck mal an. Cool. Ja. Level 40 schon. Wahnsinn. Gut, dann, ja, auch wenn es etwas länger gedauert hat, hoffen wir euch trotzdem. Es hat gefallen und würden uns freuen, wenn ihr in der nächsten Folge mit dabei seid, wenn es wieder heißt, wir sind die König der Straßen. Die Könige, meine ich. Entschuldigung. Ja, du fährst, ich bin nur dabei. Alles klar. Tschüss. Tschüss.